Hallo Rubi, willkommen beim Digital Kaufmann. Es freut mich sehr, dass du der Erste in unserer Demexco und BeInside-Reihe hier bist. Und wir haben uns im Vorab schon ein bisschen unterhalten. Künstliche Intelligenz, ja, ist ja ein Thema, das auch bei der BeInside diskutiert wird. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und wer du eigentlich so bist. Ich fange mal ganz vorne an. Rubi Milojcic, ich bin Arzt vom Hintergrund her und habe eigentlich Medizin immer studiert mit der Idee, damit an diese unternehmerische Schnittstelle Medizin, Innovation, Patientenversorgung und Co. eigentlich hinzukommen. Und habe dann, nachdem ich dann doch nochmal als Arzt gearbeitet habe, eigentlich mit der Idee, das Krankenhaus von innen zu sehen, erste Firma gegründet, habe die dann auch verkauft zwischenzeitlich und war dann lange Zeit in der Beratungsbranche unterwegs. Einfach mit dem Fokus auf, okay, gesamte Leistungserbringerstrukturen, deren Abläufe kennenzulernen. Und da haben wir im Endeffekt... Du musst das für die Digitalkaufmann-Hörer sagen, Leistungserbringerstrukturen? Genau, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Pflegeeinheiten, also Pflegeheime, Rehabilitationseinrichtungen, Praxenstrukturen, also von der Einzelpraxis bis hin zur Praxenkette. Also ich glaube, aus eigener Erfahrung ein sehr dankbares Feld für Digitalisierung, aber kein einfaches. Ein nicht sehr einfaches Feld tatsächlich. Dementsprechend ging es eigentlich in der Zeit auch nur peripher um die Digitalisierung. Mhm. Es war viel mehr prozessgetrieben, aber das Spannende an dieser ganzen Betrachtung der verschiedensten Prozesse ist, beurteilen zu können, wo tatsächlich Digitalisierung einen echten Mehrwert liefern kann und man insbesondere, ich sag mal, sich über diese ganzen diafragmentalen Interessensauslegungen der Gesundheitsbranche hinwegbegeben kann. Und das ist eigentlich das gewesen, woran ich die letzten 3 Jahre gearbeitet habe. Und dann bin ich so ein bisschen wie der Ochs zum Berg und dann vorm Berg gestanden, letztes Jahr, wo es dann darum ging, wie geht's weiter. Und die Beratungszeit war eigentlich vorbei. Und das Thema AI, wie gesagt, war eine Sache, die einem im Kopf rumschwirrte. Und ich war kurz davor, zu den Großen dieser Welt, IBM und Co., zu gehen, einfach um Thema Watson und Co. im Zusammenhang AI besser zu verstehen. Und dann kam ich zu dem Sohn unseres Pfarrers. Der Sohn des Pfarrers. Viele Wege führen zur Artificial Intelligence. Tatsächlich echt eine skurrile Begegnung. Da wurde schon immer vor Jahren schon gesagt, hier Robi, unterhalte dich mal mit dem Jobst. Der macht sowas Ähnliches wie du. Mhm. Und hat immer noch nicht drauf gehört. Ne? Aber genau, beim dritten Mal, tatsächlich vor Weihnachten, saß ich mit einem Kollegen von uns, einem befreundeten Unternehmer, der BetterDoc, das ist ein Zweitmeinungsportal, gegründet hat zusammen und der meinte, also bevor du jetzt irgendwie über Watson und Co. nachdenkst, unterhalte dich mal mit dem Jobstandgräbe. Gesagt, getan. Das war der dritte Ratschlag in die Richtung. Okay. Dementsprechend alle Dinge, guten Dinge sind 3. Und alles hier in Köln, ne? Du bist ja komplett. Ein Sohn der Stadt sozusagen. Ein Sohn der Stadt, der so ein bisschen als Satellit über die Zeit hinweg rumgeflogen ist, aber dann doch wieder, wahrscheinlich auch dank meiner Frau und der Kinder, dann irgendwie ein gewisses Grounding hier in Köln gehabt hat. Mhm. Naja, und dann kam ich eben zu Jobst Landgräbe ins Büro. Ein Typ, der ausbildungstechnisch eine Mischung aus Mediziner und Mathematiker ist. Also er ist beides. Aber eigentlich viel mehr Mathematiker und also wirklich Rationalist, also einfach ein ganz klar denkender, eigentlich mustererkennender Mensch, was imposant ist. Und er hat letztendlich in den letzten 3 Jahren eine Firma aufgebaut, Cognotec, die sich mit dem großen Thema Prozessautomatisierung mittels KI-Technologien befasst. Und das ist so immer aufgebaut, dass die Firma bis dato auf Beratungsprojektbasis im Endeffekt in die jeweiligen Kunden reinkommt und sich die Datenstrukturen und die Zielsetzungen, Prozessstrukturen anschaut, um dann mittels KI-Technologie einfach das zu automatisieren, was es tatsächlich zu automatisieren gibt. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Weil das ist ja ein weites Feld sozusagen. Ne? Das geht ja los bei, weiß nicht, von Google, die Inbox, die deine E-Mails vorab richtig sortiert. Das ist ja, würde ich erstmal sagen, so auf der für mich gefühlten KI-Stufe sozusagen Baby-Steps. Ja? Und wo siedelt ihr da eure Projekte an? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Im Endeffekt sind Sacharbeiterprozesse, die auf textlicher Interpretationsbasis geschehen. Also ich habe eine Fallversicherungswirtschaft. Ich habe eine Rechnung, die reinkommt in meinen Versicherungseingang, die wird klassifiziert und dann
habe ich plötzlich eben den Fall Glasschaden. So, und dieser Glasschaden hat also eine Rechnung, der hat ein Gutachten, der hat vielleicht noch einen Polizeibericht und so weiter. Und diese gesamten textlichen Inhalte werden dann von einem Sacharbeiter hinsichtlich der Substanz der Rechnung geprüft, als ob diese gestellte Rechnung also adäquat gestellt worden ist. Da machst du im Endeffekt nichts anderes, als dass du den Text der Rechnung vergleichst mit so einer Standardlösung, Datenbanklösung und gleichst das ab. Diesen Prozess kannst du komplett mathematisieren. Also du mathematisierst die textlichen Inhalte, die semantischen Inhalte. Und zwar zu einem Grad, wo du ernsthaft Inhalt interpretierst. Vielleicht da, kleiner Seitensprung, wie weit geht diese Technologie? Wenn ich den Inhalt suche, er konnte nachts nicht schlafen. Und ich lese den Satz, er wälzte sich nachts hin und her und lag wach im Bett. Er kennt die Maschine, die sozusagen Übereinstimmung der Inhalte. Und okay, also ich sage in unterschiedlichen Wörtern das Gleiche. Einem Menschen wäre das einleuchtend, aber genau. Der Maschine muss man das erst beibringen. Okay, gut. Genau, und diese Technologie ist sozusagen Grundlage eigentlich von dem, was Cognotec macht. Und der Grund, warum ich dann vielleicht, um meinen Kreislauf zu schließen, dazu gekommen bin, ist zu sagen, okay, jetzt hast du wirklich spannende Technologie und spannendes Prozesswissen hier in dieser Cognotec generiert. Lass darüber nachdenken, wie wir das in Produkte packen, was letztendlich Produkte für mich ein dementsprechender Prozess, der in vielen, vielen eigentlich Firmen und Märkten repetitiv vorkommt und somit über eine generalisierte KI-Lösung dann skaliert bedient werden kann. Okay. Und du kommst aus dem Healthcare-Bereich, du hast jetzt ein Beispiel aus dem Versicherungsbereich gemacht. Also wenn du sagst Sacharbeiterschritte, das ist ja erst nochmal weit weg vom Patienten, oder? Aber wenn ich jetzt sozusagen KI, Healthcare verknüpfe, sind das im ersten Schritt Sacharbeiterprojekte und später auch Sachen, wo dann aus Texten ausgelesen und erkannt werden kann, okay, der Arzt diagnostiziert immer falsch oder eine Diagnostizierungsunterstützung, wo er besonders gut das rausfinden kann oder wie baut ihr das iterativ auf? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Es hat auch die ersten Anwendungen. Die erste Anwendung in dem Zusammenhang gibt es in der Abrechnungslogik von Zahnarztpraxen, als dass wir einen Partner haben in Hamburg, die eine auch Tochter der Otto-Gruppe im Endeffekt, die eine Praxissoftware für Zahnärzte aufgebaut hat und mittels unserer KI jetzt peu à peu ausstattet. Heißt, wie funktioniert eigentlich sozusagen der Ablauf in einer Zahnarzt, aber auch jeder anderen eigentlich Leistungserbringerstruktur im Gesundheitswesen? Du hast eine Behandlung, du hast eine Dokumentation durch die Leistungserbringer, das heißt Zahnarzt, Schwestern, also die Funktionsdienste, medizinisch-technischen Dienste, blablabla. Da wird dokumentiert, es wird festgehalten, normalerweise Freitext, normalerweise sehr unstrukturierter Freitext, der irgendwo in irgendwelchen Fächern rumfliegt. Und dann werden diese Freitexte durch den Medizincontroller oder die Abrechnungseinheit der jeweiligen Struktur Revue passiert und letztendlich die Abrechnungsziffern werden in dem Freitext identifiziert und für einen Gesamtfall dann kumuliert und als Gesamtfall abgerechnet. Diese Arbeit, also ich gehe durch die Texte durch und ich identifiziere die im Leistungskatalog vorgeschriebenen Ziffern, das ist ein Thema, was wir heute schon im Bereich der Zahnarztrechnung eben automatisiert haben. Du gehst sogar, also sprich der Zahnarzt dokumentiert etwas, in dem Fall diktiert er, das System nimmt auf, nicht wie früher die MTZ, die da sitzt und reintippt, sondern es wird halt direkt digitalisiert, die Sprache. Und diese Sprache führt dann eigentlich in der Live-Verarbeitung zu einer sich generierenden Rechnung. Der Zahnarzt weiß also sofort, was er tut, was es kostet und kann dann auch Richtung Patienten gesehen ihm direkt einen Kostenvoranschlag machen, was ja gerade im zahnärztlichen Bereich oft einen Effekt hat, weil du dann die Frage stellst, willst du Gold, willst du Porzellan, willst du bla bla bla. Okay, ja. So, und diese Logik kannst du natürlich übertragen auf verschiedenste Bereiche, sprich eigentlich der gesamte Sekundärbereich der medizinischen Prozesse ist spannend für dieses gerade genannte Thema, administrative Arbeiten durch KI zu bedienen. Okay, und zu verbessern. Und wenn du jetzt, dann verstehe ich die Prozesse, auch den sozusagen Erfolgsvorteil für die Ärzte, das einzusetzen, für Softwareanbieter, das in ihre Software aufzunehmen. Wenn ihr jetzt Anbieter seid, wie kann ich mir das vorstellen? Also baut ihr dann von Projekt zu Projekt, baut ihr bessere Algorithmen oder habt ihr eine große Datenbank, auf die das zugreifst? Also wenn du jetzt einem Laien beschreiben würdest, wie ist die Softwarelösung dahinter? Also wie wird das gebaut?
also nach dem Bauen sozusagen dieses Lernen finde ich wichtig, weil ich hatte jetzt im Urlaub ein bisschen Zeit und habe mich versucht mit Siri zu unterhalten und das ist ja noch, das ist wirklich in den Baby Steps, ne? Also das ist wirklich ja die sehr Basis, also Basissachen werden verstanden, die meisten Sachen nicht und es kommt meistens Grütze bei raus. Daher, wie baut ihr die Software und wie entwickelt ihr die dahin, dass man vielleicht auch mal mit Siri reden kann? Ne? Also Grundprinzip, und das ist ganz wichtig heute, in der jetzigen Konstellation, als das Cognotec eben ein, ich nenne es mal, der Spezialschraubenhersteller für KI-Prozessautomatisierung ist. Mhm. Wir haben uns also wirklich ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass jeglicher... Das wird der KI-Branche. Genau. Okay. Das ist im Endeffekt, also die Idee das ist, war jetzt kein Lob. die Idee ist, eine Grundtechnologie zu haben und die in den jeweiligen individuellen Kundenstrukturen als individueller Automaten, das ist unser Schlagwort, unsere Marke ist der Automat, letztendlich dann wiederfinden zu lassen. Jetzt geht es, wie gesagt, im nächsten Schritt um die Sache, wo kriegen wir Produkte aufgebaut? Und auch da ist es so, dass wir heute, also noch ein weiterer Punkt, dementsprechend die Automaten sind komplett individuelle Datenbasen. Wir mischen also keine Daten von Projekt A mit Projekt C zusammen. Okay, also Automaten bedeutet, ihr nehmt sozusagen die Datenmenge des Kunden, die vorhanden ist, und dann baut ihr da eine Art Auswertungsebene, Algorithmus, was auch immer drüber, der mit diesen Daten arbeitet. Und sozusagen euer Automat wird wahrscheinlich von Projekt zu Projekt besser, weil ihr von einem Projekt sozusagen das übertragen könnt, zwar nicht die Daten, aber die Learnings in irgendeiner Form übernehmen könnt. Ja, eben, also das ist heute noch nicht der Fall, sondern heute ist es wirklich, wir wollen... In der Hauptessenz die Prozesse verstehen und die Datenstrukturen verstehen, um dann KI-Applikationsmöglichkeiten dementsprechend auszuprobieren. Das hat im Effekt, das führt dazu, dass jeder Kunde eigentlich eine individuelle KI-Lösung hat. Okay. So, und wenn du jetzt sagst, aber dementsprechend sind das Beratungs- und sehr, sehr individuelle Lösungen. Das ist noch nicht die Produktlösung. Diese Produktlösung hast du jetzt in Fällen, wie zum Beispiel im Bereich der Zahnarztabrechnung, wo du also einen standardisierten Katalog hast und den wiederfindest bei Zahnarzt A als auch bei Zahnarzt Z. Mhm. Und dazwischen sind auch alle durch den gleichen Katalog bedient. So, und diese Art der repetitiven Prozesse ist was eigentlich Besonderes, als dass es diese Standards sehr, sehr viel eigentlich hauptsächlich im Gesundheitssystem gibt. Und das ist also zum Beispiel Apotheken, die arbeiten ja auch über einen Katalog, wo alle Beipackzettel zum Beispiel drin sind. Ja. Und da wäre wahrscheinlich eine Applikation, dass du die Beratung besser machst. Also wenn du da hingehst und sagst, hier, ich habe Kopfschmerzen, auf der Schlagwort bessere Sachen machen. Was passt. Mhm. Okay, ja. Und das wäre, so könnt ihr im Endeffekt euer Produkt nehmen und das produktifizieren. Weil was du jetzt vorher beschrieben hast, diese Projekte sind ja dann immer One-Offs, ne? Wenn ihr jetzt immer auf die Datenstruktur des jeweiligen Kunden anpasst. Ja. Und ist das so eine Sache, also mit den standardisierten Datenbanken aus dem Gesundheitssystem zu arbeiten? Macht ihr das jetzt schon oder Das passiert. Ist das sozusagen in 1, 2, 3 Jahren? Das fängt an. Also wie gesagt, dieser Zahnarztkatalog ist das erste, wo es jetzt gerade umgesetzt wird mit diesem Partner zusammen. Die anderen Themen sind ein Ticken komplexer. Also jetzt Beispiel mal ein visionäres Bild. Ich habe ein Krankenhaus, in diesem Krankenhaus behandelt der Arzt. Und vielleicht erstmal der Ist-Prozess. Der Arzt behandelt, der Arzt schreibt normalerweise auch in Form von irgendwelchen Abrechnungscodes nieder, was er denn jetzt hier aus diesem Prozedere abrechnen kann. Das macht der Arzt, das macht die Schwester, das macht der Funktionsdienst etc. So entsteht also irgendwie ein Wust an ersten Abrechnungsziffern. Und dieser gesamte Korb, also Dokumentation, erste Abrechnungsziffern, geht jetzt weiter in die finale Fallabrechnung, wo dann also der Medizincontroller sitzt und sich diesen Wust anschaut. Und sich dann erstmal die Haare rauft, weil 30% der Codes erstmal falsch sind. Also ich kann mir vorstellen, sozusagen, also 001 wäre irgendwie Blinddarm rausoperieren und 003 die Mandeln. Genau. Und wenn ich jetzt bei dem einen 001 vertippt, dann hat der Medizincontroller am Ende ein Problem. Oder? Genau, er hat einfach ein Zeitproblem. Muss dann wahrscheinlich in die Patientenakte gucken und sagen, hier, das wurde... Der muss dann zurück in die Akte. Doch die Mandeln, ne? Genau. Okay. Diese Logik führt dazu, dass du Medizincontroller mit Fällen eigentlich konfrontierst, die einen sehr, sehr repetitiven Charakter haben. Also das ist immer, zu 90% ist das Gleiche. Jetzt, wenn mal eine Komplikation auftritt, wenn irgendwelche Blutungen, irgendwelche Nebendiagnosen und Co. sich aus den Fällen generieren, das wird nicht sein, wo die Maschine so 1:1 mal eben diesen Algorithmus helfen kann. Aber was wir potenziell machen können, ist zu sagen, okay, wir haben verstanden, wie die Codes, die allgemein repetitiv auftauchenden Codes sich aus den Dokumentationen
ergeben. Sprich, wir mathematisieren diesen Text. Und also wenn da steht Mandel, wisst ihr, R001. Ja, es ist komplexer. Also das einfache Schlagwort hilft nicht weiter, sondern es ist eben tatsächlich dieses mathematische, semantische Bild, was sich aus den textlichen Strukturen ergibt. Und, aber schreiben die Ärztinnen da wirklich Fließtext rein? Also ja. Ist das so Prosa sozusagen? Genau, das hat Prosa teilweise mit sagen, osteuropäischen stotternden Charakter, weil also einfach viele Ärzte aus dem Ostblock kommen und so unser Gesundheitssystem dankbarerweise mit guten Ärzten versorgt wird. Mhm. Aber Dokumentation und Co. ist tatsächlich ein Problem, weil einfach, also wer das Arztdeutsch halt nie richtig gelernt hat, das, auf Slowenisch oder Polnisch wird es wahrscheinlich wunderbar funktionieren. Okay. Auch das vielleicht sogar eine Sache, wo man sagt, hier, diktier einfach in dem Text, wie du willst. Wir finden dann die richtige Übersetzung durch Google Translate oder wen auch immer, um das dann letztendlich, aber das ist sein Nebenthema. Und könntet ihr auch sozusagen jetzt, Sprache ist erstmal so das Schriftwort, könntet ihr das tatsächlich auch, wenn jetzt Ärzte das irgendwie diktieren oder sowas, wäre das auch anwendbar, dass man das dann später daraus einfach zieht? Also Semantik ist sozusagen, ob Schrift oder Sprache ist erstmal... Worum es geht, ist im Endeffekt, also ob Schriftsprache oder sozusagen Vokalsprache ist egal. Mhm. Es geht hauptsächlich um das Thema einfach Sprache. Warum Sprache? Weil es kognitiv verarbeitet ist und eine gewisse Struktur hat, die man sehr, sehr klar mathematisieren kann, potenziell. Mhm. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das können wir. Da, ja, ohne jetzt sich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ein USB kann man damit verbinden. Weil wir letztendlich in den Prozessen, die wir bisher damit angegangen haben, sehr, sehr klar einfach gute Automatisierungsgrade erreicht, die wenige Fehler haben. Ne? Vielleicht da noch eine Frage. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, also den Anwendungsfall mit der Patientenakte, dass dem Medizincontroller geholfen wird, immer wieder aufkehrende Fälle oder bestimmte Problematiken in seinem Arbeitsalltag zu vermeiden, alle bisherigen Digitalisierungsprozesse, die ich im Healthcare-System kennengelernt habe, sind erstmal daran gescheitert, dass man im Endeffekt sagt, Datenschutz, wir wollen das nicht, können das nicht, Gesetzgebung, wie machen wir das, wie gehen wir da rein? Und wenn ich, also du würdest ja im Endeffekt die Daten erstmal auslesbar machen mit eurer Struktur und du würdest einer Software in irgendeiner Form den kompletten Zugriff auf von Patienten hin zum Abrechnungswesen geben. Habt ihr damit Probleme oder wie umgeht ihr Regulierungsprobleme, die dahinterstehen? Also es ist definitiv ein Thema, was überall mitschwebt und teilweise nicht nur schwebt, sondern auch wirklich eingreift. Mhm. Man muss da sehr, sehr klar sagen, dass wir in unserer sozusagen Logik nicht auf irgendwelche Personendaten angewiesen sind. Uns geht rein um den fachlichen Input eines Arztes und wenn ich mir jetzt so einen Bericht anschaue. Der Patientenakten auch irgendeine Nummer verpassen. Der ist anonymisiert, der ist pseudonymisiert. Egal, genau. Ja. Pseudonymisierte Inhalte, das ist eigentlich das Schlagwort, mit dem du das Thema Datenschutz, solange du halt trotzdem sichere Serverstrukturen und Co. vor Ort hast und das nachweisen kannst, gut umgehen kannst. Mhm. Dementsprechend Datenschutz in dem Sinne kein Problem. Es ist vielmehr die Mentalität, die damit verbunden ist und das, was Leute natürlich gerne als Kontraargumente aufführen, die einem in der Umsetzung solcher Projekte dann irgendwie vor den Bug schlagen. Aber wenn ich jemanden finde, der etwas machen will in der Richtung, dann habe ich normalerweise eben wirklich rechtlich kein Problem. Es geht vielmehr... Okay, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, das einzuführen am Ende. Okay, also wir haben den Anwendungsfall, eure sozusagen Auswertungsebene auf der Datenbankstruktur. Eine Frage für mich als Digitalkaufmann natürlich wichtig, wer bezahlt? Sind das die Ärzte, die bezahlen? Sind es die Krankenkassen? Sind der Patient? Oder wer hat denn Interesse daran, dass diese Prozesse, ich meine, die funktionieren ja schlecht, aber sie funktionieren auch jetzt schon. Also die Arztrechnung kommt ja irgendwann. Sie kommt. Sie kommt auf jeden Fall. Ja. Wer hat denn ein Interesse daran, das zu verbessern? Auch wenn es, das vielleicht mal nachgehakt, teilweise also aus dem Geburtsprozess meines letzten Kindes, 1,5 Jahre her, habe ich vor 1,5 Monaten die letzte Laborrechnung bekommen. Genau, also hat immer ein gewisses Zeitfenster auf das. Genau. So viel zu dem Thema so Controlling und Fähigkeiten der Kliniken mit diesen Werten und den Inhalten der Rechnung tatsächlich Controlling betreiben zu können. Mhm. Existiert nicht. Aber das bringt eigentlich einen ganz wichtigen Punkt auf und das ist dann die Frage, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass so ein Krankenhaus oder eine Struktur dementsprechend abrechnet und wo ist der Einsatz von KI dementsprechend eine willkommene Lösung für alle Seiten? Also wenn ich hingehe und sage, ich gehe in eine Praxisstruktur, da habe ich normalerweise einen Arzt, dem die Praxis gehört, der behandelt Patienten und der kodiert, so kenne ich es irgendwie aus dem eigenen Verwandtschaftskreis und so weiter, sofort nach Verlassen des Patienten den Fall einmal durch,
der kennt letztendlich die Abrechnungsmodalitäten und weiß, was er machen kann. Mhm. Das Ding ist dementsprechend, klar, das kostet den Arzt Zeit, aber das Interesse ist sehr, sehr aligned mit dem Interesse der Praxis, in Anführungsstrichen, weil die halt Arzt und Ownership der Praxis normalerweise übereinander liegen. Im Krankenhaus ist es anders. Mhm. Im Krankenhaus ist es halt so, du hast einen Leistungserbringer. Und das ist sozusagen der Papierkram, Papierkram. Der nervige Papierkram, der eigentlich die Ärzte überhaupt nicht interessiert. Dementsprechend gehen sie, habe ich ja vorhin schon erwähnt, mit der 30-prozentigen Fehlerquote in die Codierung rein. Die sind letztendlich auch nicht wirklich, also zwar abgesehen von den verantwortlichen Oberärzten, die das Thema Codierung für die jeweilige Einheit dann organisieren müssen. Normalerweise haben sie gar keine Ahnung, was ist überhaupt, was heißt Codierung? Was hat das für Effekte? Okay, also nicht geschult in dem, was der Controller will oder was genau die Rechnung führt am Ende. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben den Medizincontroller, der irgendwo im stillen Kämmerchen normalerweise unter einer enorm eng gehaltenen Personalressource vor sich hin arbeitet und im Endeffekt unter den Aufgaben untergeht. Insbesondere, weil die ganze repetitive Arbeit und das, was also jeden Tag immer das Gleiche ist, einfach Zeit frisst und Zeit kostet und dann das Nachfragen in Richtung Ärzteschaft, warum jetzt das so und so dokumentiert wurde, fällt teilweise einfach unter den Tisch und dementsprechend hoch sind auch die, ich nenne sie mal die verpassten Potenziale in den Gesamtrechnungsfällen. Also wenn ich als Medizincontroller hingehe, Szenario, und ich habe 70% meiner Arbeit abgedeckt durch einen Rechner, der mir das automatisch irgendwie auswertet, und ich habe 30% meiner Fälle, für die ich jetzt 100% meiner Zeit aufwenden kann, dann bin ich in der Lage nachzufragen. Ich bin in der Lage, vielleicht sogar noch Dokumentation und Co. mit dem Arzt abzustimmen, sodass einfach der Fall für mich als Abrechner valide dasteht und somit auch das gesamte Potenzial, was da drin steht, gehoben werden kann. Also, und, aber jetzt um die Frage mit einem Wort zu beantworten, wer zahlt? Also die Krankenhausverwaltung möchte gerne bezahlen dafür, weil sie dann bessere Prozesse haben. Genau, das ist natürlich der am Ende für die betriebswirtschaftliche Rechnung des Krankenhauses den Hut auf hat. Auf der anderen Seite, die Ärzte werden nicht mehr eben die Zeit verbringen müssen, um zu codieren. Die freuen sich. Der Medizincontroller, der hinten im stillen Kämmerchen sitzt, kann vielleicht eben weniger hinten im stillen Kämmerchen drin sitzen, kann mehr rausgehen und hat also dementsprechend auch einen Vorteil. Ich glaube, da hat man ein Konstrukt, wo man durch so eine Automatisierung von gewissen Prozessschritten sehr, sehr viele Interessen übereinanderlegen kann, die heute komplett konträr aufeinandertreffen. Okay, verstanden. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch frage, das hört sich tatsächlich eher nach einer Prozessautomatisierung an, die so ein bisschen durch Algorithmen, durch Mathematik verstärkt wird. Künstliche oder Artificial Intelligence, da denke ich natürlich immer auch an den Watson, der eher das irgendwie Skalpell aussteuert, ja? Und nicht bessere Rechnung schreibt. Warum branded oder warum ist das, was ihr macht, nicht Automatisierung, sondern warum ist es künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence? Kannst du das mal beschreiben? Also so, mir ist das noch nicht ganz klar, warum das so ist. Oder ob ihr das nur sagt. Die Differenzierung zwischen den verschiedenen Faktoren meinst du? Genau, also was macht die bei euren Automaten, da steckt ja auch das Wort Automatisierung drin, was macht diesen Aspekt der künstlichen Intelligenz aus? Ist es tatsächlich die Semantik, die dahinter steckt, also diese Auswertung davon, oder? Also da muss man erstmal generell fragen, was heißt eigentlich Artificial Intelligence, was sozusagen wird damit heute gemeint? Im Endeffekt sind es ja mathematische Logiken, mit deren Hilfe ich, für mein Verständnis heute, repetitive Datenstrukturen mathematisiere und somit eine Interpretation dieser Daten maschinell ermögliche. Mhm. So, und das hat für mich heute dementsprechend wenig mit Artificial Intelligence zu tun, sondern ist eher so, ich war dieses Jahr war es auf diesem Hauptstadtkongress in Berlin und da wurde also auch über Artificial Intelligence geredet und da Co. War ich auch. Hätten wir uns mal getroffen. Ja, dann hast du vielleicht dann Herrn Gröhe erlebt, der also selber dann das Wort gar nicht mehr in den Mund genommen hat, sondern eben von Cognitive Enhancement gesprochen hat. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Genau, Enhancement sozusagen eine Aufarbeitung, eine Aufbereitung oder eine sozusagen Weiterentwicklung würde ich innerhalb einer Automatisierung. Aber Artificial Intelligence, deswegen hatte ich auch diesen Punkt mit dem, wie voneinander lernt, das ist für mich eigentlich eine Struktur, die anfängt sozusagen Sachen zu interpretieren und dann daraus lernt. Ne? Aber diesen Schritt daraus lernen ist ein fachlicher Input, der durch den fachlich bestmöglich ausgewählten Kandidaten, Mitarbeiter heute generiert wird. Also es ist kein System,
das sich sozusagen selbst notwendigerweise korrigiert, sondern die, das ist ja, wenn wir uns den Prozess anschauen, wir haben also eine Rechnung, die gestellt wird im Rahmen eines Kataloges. Der Katalog, der am Ende der Rechnung steht, ist das, der gibt den Rahmen vor. Mhm. Und man kann den Katalog bestmöglich ausschöpfen, aber es hat einen sehr, sehr klar definierten Rahmen. Ja. So, und somit ist es eher die Frage, wie kriegst du und wie bekommst du aus dieser Dokumentation den bestmöglichen Fall generiert. Das kann heute vielleicht in einzelnen Fachgebieten, können das einzelne Menschen, aber auch nur einzelne, weil wenn man sich mit der Personalie Medizincontroller auseinandersetzt, dann gibt es wirklich ganz, ganz wenige, die in der Lage sind, für ein gewisses Fallcluster, also irgendwie 100, vielleicht 200 Regeln auswendig zu können. Beispiel GOZ-Abrechnung, also Zahnarztabrechnung, die wir jetzt gerade umgesetzt haben, fast 10.000 Regeln, die kontinuierlich geprüft werden. Das sind mathematische Muster, die sozusagen verglichen werden und dann in Regeln sozusagen abgeglichen werden. Dementsprechend ist es nicht die einfache Regel nach dem Motto, finde ich das, dann mach das, sondern es sind mathematische Inhalte, die wir also letztendlich vergleichen und auf Basis dessen sich aber unglaublich viele Konstellationen ergeben, die eben durch diese Regeln abgedeckt sind. Und das ist der entscheidende Inhalt, über den wir heute Artificial Intelligence nennen. Mhm. Wobei es, also Intelligenz ist ja irgendwie ein sehr, sehr ein weit gefasster Begriff und dementsprechend ist es tatsächlich eher, dass diese kognitive, das kognitive Muster, das Filter herausfiltern von diesen Mustern, worum es am Ende geht. Okay, aber sozusagen in der Evolution der KI im Healthcare-Bereich, wenn ich so das beschrieben gehöre, stehen wir sozusagen noch ganz, ganz am Anfang. Ja. Das bedeutet, es ist ein spannendes Umfeld für Unternehmer, für Entrepreneure, die da reingehen wollen. Was würdest du denn da empfehlen? Also welchen sozusagen ist der Background, dass man im Gesundheitssystem gearbeitet hat, unbedingt notwendig, um diese Strukturen zu verstehen? Was sind interessante Themenfelder? Wenn du jetzt nochmal ganz neu anfangen könntest, welchen Weg würdest du gehen, um den Weg zu beschreiten? Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und dementsprechend habe ich es immer als eine enorme Bereicherung gesehen, da gearbeitet zu haben, weil du insbesondere mit den Leuten in ein anderes Gesprächslevel kommst. Also du wirst ernster genommen sozusagen. Du wirst ernster genommen, du verstehst, von was sie reden inhaltlich. Ich sage nicht, dass du als Außenstehender das sonst nicht kannst, aber ich glaube trotzdem, dass das Gegenüber, in dem Fall oft eben der Arzt, die Schwester und Co., die halt tagtäglich mit diesen Inhalten konfrontiert sind, dir wahrscheinlich anders zuhören. Das ist meine Erfahrung. Und wo würde ich mich letztendlich heute reinbegeben, wenn ich ganz neu anfangen will? Also ich glaube, ich bin ganz gut positioniert gerade. Ich finde es spannend, wo wir gerade stehen. Ich sehe aber auch du hast ja schon gemerkt, wir sind sozusagen stark auf dem ganzen Thema der Sekundärprozesse drauf. Also sprich, die administrative Arbeit im Rahmen des Krankenhauses. Finde ich sehr lustig, weil sozusagen ich komme aus dem E-Commerce-Bereich. Ja. Jetzt kommt sozusagen das, was im B2C, im Kundenfrontend passiert ist, langsam in der B2B-Industrie an. Euer Ansatz ist ja eigentlich genau andersrum. Bevor es zum Patienten geht, also zum B2C-Interface und dort Prozesse optimiert sind, geht ihr erstmal rein und seid auf der zweiten Ebene sozusagen. Aber das hat natürlich auch ganz klar was mit der Struktur des deutschen Gesundheitssystems zu tun. Ne? Also der Patient als solches hat ja erstmal primär kein Interesse daran, sozusagen kostengünstige Leistung zu empfangen. Das interessiert ihn ja nicht. Er weiß ja gar nicht, was es kostet, wenn er sozusagen im System selber bedient wird. Sondern man hat eine riesige Anzahl von Krankenkassen, was ich nie verstanden habe. Warum gibt es so viele Krankenkassen? Zwei oder drei würden wahrscheinlich ausreichen. 146, aber man hat keinen Bezug dazu, ob es schlecht oder gut ist. Und nein, ich habe normalerweise Krankenkassen, haben einen voll definierten Leistungskatalog, also gerade die GKV aus dieser Welt. Es gibt letztendlich so ein paar kleine Unterschiede zwischen den großen und auch kleinen Kassen. Aber ich würde sagen, der Hauptdifferenziator heute ist, zahlst du den Sonderbeitrag oder nicht? Also zahlst du diese 0,8, 0,9% extra als Arbeitnehmer? Das ist vielleicht ein Grund, von der einen in die andere Kasse zu wechseln. Aber da sieht man, das ist der eigentliche, einzige monetäre sozusagen Vorteil, den ich mir als Kunde, Patient, Leistungsempfänger heute aussuchen kann. Und selbst diese 0,8%, ist ja immer 0,8% deines Bruttoeinkommens, haben natürlich einen Effekt. Somit der Patient heute ist dementsprechend völlig frei von irgendwelchen tatsächlichen Kostenstrukturen unterwegs. Und das macht es eigentlich
spannend für B2B-Ansätze. Du hast also den Leistungsempfänger und Zahlung total entkoppelt. Also das erste Learning, um auf die Originalfrage zurückzukommen für Entrepreneure, ist besser nicht zu versuchen, Prozesse zu optimieren, die sie selber im täglichen Alltag als Patient kennenlernen, sondern B2B-Denken, Prozesse denken, wo eine echte Zahlungsbereitschaft dasteht. Also ja, Kunde Krankenkasse, Kunde Krankenhausverwaltung. Weiß, wo, also sei dir bewusst, wo die Incentives liegen in dem System. Und was die Interessen der einzelnen Parteien sind. Wir haben so viele unterschiedliche Parteien, die letztendlich kollaborativ heute unter diesem Gesetz der eben Leistungserbringung zusammenarbeiten müssen, dürfen, wie auch immer. Und das führt dazu, dass auf der einen Seite haben wir eine wirklich tolle Patientenversorgung, jetzt mal abgesehen von Kleinigkeiten, die immer wieder in die Presse kommen, aber prinzipiell zahlengetrieben geht es uns enorm gut in Deutschland diesbezüglich. Ja. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich trotzdem Themen, die jetzt mehr und mehr, also Schlagwort demografische Entwicklung und Co., die uns beeinflussen werden. Gleichzeitig ist der Patient nicht der, der es entscheidet. Sondern es ist der Leistungserbringer, also die Krankenkasse. Du sagst das jetzt neutral, ist das gut, ist das schlecht? Oder? Also ich, zum Beispiel als Privatpatient hat man ja schon die Möglichkeit, kriegt man wenigstens die Rechnung. Ne? Und es fairerweise kenne ich das aus meinem Umfeld, da gibt es auch manche Pedanten, die rufen dann da an beim Arzt und sagen, hier guck mal, da hast du irgendwas aufgeschrieben, das ist Quatsch, das hast du nie gemacht, streichst wieder raus. Dazu musst du aber wahrscheinlich eher sozusagen die deutsche Mentalität haben, weil du zahlst es ja im Endeffekt nicht. Ne? Du reichst es an deine Krankenkasse weiter, die geben es zurück. Aber wenn man sich anschaut, dass Privatpatienten die Rechnung wirklich sieht, da würde ich auch sagen, dass ungefähr 30-40%, was da draufsteht, ist Quatsch oder habe ich jedenfalls nie gemerkt, dass es erbracht wurde. Oder ausführliches telefonische Beratung. Es ist ein Graubereich, wo also wenn das nicht gewollt oder akzeptiert wäre von den Krankenkassen, würden sie es auch nicht draufschreiben. Dementsprechend sind das Faktoren, wo man, glaube ich, jetzt erstmal von absehen kann, drauf rumzuhauen. Aber das Spannende ist wirklich, also der Patient hat keine Ahnung, was er eigentlich an Kosten verursacht. Und ich behaupte schon, dass wenn ich als Patient einen Eindruck davon hätte und vielleicht sogar ein Incentive hätte, günstigere Medizin in Kauf zu nehmen, als das, was ich vielleicht im System habe, wo ich das nicht weiß, würdest du Effizienz treiben. Das sieht man ja schon bei, sagen wir mal, nicht gedeckten Zusatzleistungen. Also Schönheits-OPs zum Beispiel, da sind Leute ja auch bereit, irgendwie nach Tschechien zu fahren. Genau, siehe diese Auslandsportale und Co., die jetzt eben die Reisen vermitteln, um Zahnimplantate, Schönheitsoperationen, etc. im Ausland eben anzubieten. Und das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich kenne jetzt die Zahlen da nicht, aber der Ansatz zeigt, wie sehr ein Patient, der, wenn er dann die Wahl nach monetären Gesichtspunkten zu entscheiden hat, sich dann eben auch nach denen entscheidet. Ja. Weil warum soll der Arzt in, keine Ahnung, irgendwo im Ostblock schlechter operieren als der deutsche Arzt? Vielleicht ist das Zimmer nicht so schick in dem jeweiligen Krankenhaus, aber... Oder schicker, muss man fairerweise sagen. Oder vielleicht sogar schicker, ja, richtig. Aber dementsprechend, also das Thema, um auf die Frage zurückzukommen, wo liegen die Incentives im System, ist enorm wichtig. Und das ist, glaube ich, das, woran du dich als Unternehmer heute halten musst. Insbesondere, selbst wenn du jetzt schaffen würdest, auf irgendwie einer Customer-basierten Welle irgendein Produkt aufzubauen, die Frage, wie nachhaltig es wirklich im Markt Existenz hat, ist schwer zu sagen. Also ich erinnere mich nur an, war das GoDerma oder wie hieß nochmal diese App, bezogen auf, wo ich also von meinen Hautstellen Fotos machen kann und die dann mit einem Arzt teile. Das war ein spannender Ansatz. Es war, so wie ich es verfolgen konnte, waren es erste wirklich viele, viele tausend Leute, die es genutzt haben, weil sie am Anfang davon begeistert waren, aber der Langzeiteffekt ist einfach ausgeblieben. Und somit ist auch das Business, was die Jungs betrieben haben, hat sich eine komplett andere Richtung entwickelt. Genau, also man ist ja heutzutage schon froh, wenn ein Arzt sozusagen komplett auf E-Mail anspringt und antwortet. Das ist ja schon immer, dass man sich darüber freuen würde, wenn es da hingeht. Oder, was er wahrscheinlich gar nicht darf, aber wenn man jetzt seine Untersuchungsberichte oder wenn man jetzt jedes Mal regelmäßig zum Arzt geht, einmal im Jahr so einen Check-up macht, wenn man die Blutwerte E-Mail kriegen würde, das wäre ja ein Traum, weil man dann die selber irgendwie hätte. Und wenn man mal im Jahr woanders lebt, kann man trotzdem noch gucken, wie sozusagen die Entwicklung kommt, wenn wir selber drauf gucken. Ne? Ja. Aber all diese Prozesse sind ja Sachen, die wir wahrscheinlich in unserer Lebenszeit nicht ändern werden, wo politisch eingegriffen werden muss und das muss auch gewollt sein. Ich glaube, da sind die Interessenverbände, die dahinter stehen, noch ein bisschen stark positioniert, um da Änderungen zu sehen. Daher, also
für Entrepreneure, Zielgruppe Krankenkassen und Verwaltung genau. sehr, sehr spannend. Und hast du da irgendwie, was wären so deine, wenn du jetzt nicht gerade Artificial Intelligence Prozessoptimierung machen würdest, was wären deine Top 3 Felder, die du dir mal genauer anschauen würdest im Healthcare-System? Ein Thema wäre tatsächlich das Thema sozusagen Transportdienstorganisation in größeren Krankenhäusern. Meinst du denn also Patiententransporte? Patiententransporte im Krankenhaus, oft eine outgesourcete Dienstleistung im Krankenhaus. Also sozusagen der Standard-Amazon-Logistiker müsste das ja spielen. Ja, wir können schon Schlaf sozusagen. Wir können schon mit MyTaxi anfangen oder sowas. Ja. Also das Schlagwort MyTaxi für das Krankenhaus. Es ist aber so, wenn ich in große Universitäre gerade oder auch andere irgendwo wirklich größere Einheiten reinschaue, ist das Thema Patiententransport etwas, was eine Blackbox ist. Für die Verwaltung, für auch die ganzen Ärzte und Co. Da gibt es irgendwelche Jungs, die rufst du an, die kommen dann je nach Dringlichkeit nach mal vielleicht einer halben Stunde, aber oft eben auch nach 2, 3, 4 Stunden, um den jeweiligen Patienten abzuholen. Das liegt nicht daran, dass die Leute irgendwie faul sind oder irgendwas, liegt aber daran, dass kein Prozessmanagement für das Thema der Kapazitätsverteilung existiert. Also wie viel Transportkapazität benötige ich? Braucht eigentlich jeder von denen so einen Handscanner und Es ist einfach das MyTaxi, nur dass er Lokalisation irgendwie hinkriegen muss, um zu wissen, wo sind die, welchen Status haben die und wie viel haben die eigentlich gerade zu tun. So, extrem spannendes Thema. Okay. Das andere also Thema. Vorschlag Nummer 1, genau, jetzt kommen wir zu 2, ja? Nummer 2, die Unterstützung. Also, ich bin vor kurzem bei einem Thema gestolpert, wo es um so die ganze prognostische Interpretation von Befunden geht. Und ein Thema, was ich wirklich also persönlich ergreifend fand, war Geburtsprozessoptimierung. Und zwar, ich habe ja bei Frauen, die im Geburtsprozess da liegen, ein CTG, so heißt das Gerät. Mhm. Also es ist das misst den Uterus, die Uteruskontraktion und den Herzschlag des Kindes. Und du kannst anhand dieser beiden Parameter sehen, wie gut oder schlecht letztendlich es am Ende dem Kind geht. Okay. Und ganz am Ende des Geburtsprozesses hast du ja einen sogenannten Apgar-Score, der die Vitalität des Kindes misst. Mhm. Und du weißt auch, wie gut oder schlecht es der Mutter gegangen ist. So, und heraus, also wenn ich jetzt Geburtskomplikationen im Prozess habe, dann irgendwann schlägt das CTG an, macht einen Warnton und sagt, okay, hier, lieber Arzt, der Herzton ist irgendwie unter 40 gefallen. Mhm. Und das irgendwie konstant seit 30 Sekunden. Bitte mach was. Das führt dazu, dass, wenn ich nicht komplett falsch liege, die zweithäufigste, der zweithäufigste Grund für geistige Behinderung, welcher Grad es auch immer, ist die Sauerstoffunterversorgung im Geburtsprozess. Und das führt dazu, dass ich also durch das späte Eingreifen des Arztes, was er nicht früher sehen kann, weil das CTG so spät Bescheid gibt, irgendwie eine Reaktionszeit habe, die oft halt nicht ausreicht, um das Kind noch irgendwo sauerstoffmäßig adäquat zu versorgen. Mhm. Heißt, ich kann mir aber, und das ist ein Projekt, was ich vor kurzem mal gehört habe, ich kann mir diese Daten anschauen, ich kann da Mustererkennungen letztendlich drüber laufen lassen, inwiefern gewisse Muster zu gewissen Outcomes führen und kann, und das ist eine bewiesene Hypothese heute, kann 1-2 Minuten vor dem Auftreten des bis dato existierenden Alarmtons feststellen, dass also gleich das Kind irgendwie abrauscht und dementsprechend der Arzt besser jetzt, also zu 95%iger Wahrscheinlichkeit, besser jetzt eingreifen soll. Okay. Was ich damit sagen will, dieses Thema prognostische... Also sozusagen eine Auswertungsebene über Daten legen, kann auch durchaus einen starken Patientennutzen haben. Also Mustererkennung auf Basis von solchen eigentlich im Zeitverlauf binär existierenden Daten, spannendes Thema, was deutlich weniger datenaufwendig ist als jetzt komplett unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel bei Bilderkennung und Co., wo ich einfach ganz andere Rechenkompetenzen brauche als für solche, in Anführungsstrichen, einfachen Themen. Okay, spannend. Sprich, da habe ich auch, wie gesagt, klares Konzept, weil ich einen klaren Incentive habe für alle verschiedenen Parteien, die darin mitspielen, auch die Krankenkasse. Ja, die Kosten reduzieren am Ende für die Fälle, die auftreten, so hart es ist, aber es ist halt wirklich das was statistisch da sehr, sehr relevant ist. Und das dritte Thema. Wir können auch bestimmt 5 machen, aber ich nehme erstmal 3. Genau, also ich glaube, diese ganzen Frage, neue Versorgungskonzepte tut sich eine Menge. Also sprich, wie bekomme ich den Patienten von zu Hause ambulant und stationär, das sind ja heute sehr, sehr klar separierte eigentlich Versorgungsbereiche, die auch
in den Rechnungskatalogen am Ende sozusagen differenziert werden. Die Rechnungskataloge, das muss die Politik machen, wobei es gerade anfängt. Also ich war jetzt vor kurzem war ich in einem Krankenhaus bei einem befreundeten eigentlich Geschäftsführer dort in nördlich von Berlin, in Templin. Und die haben jetzt gerade so ein Clusterprojekt, wo es also darum geht, neue Versorgungsformen für die Versorgung dieser, ich sag mal, ja, nicht urbanen, auch nicht jetzt unbedingt der ländlichen Struktur, also Mischstrukturen im Endeffekt zu entwickeln. Und da kommt einfach stark dazu die ganze Frage, wie bekomme ich insbesondere die alten und chronisch kranken Leute aus dem Krankenhaus ferngehalten, weil ein Großteil gerade dieser Kleinversorger auf dem Land sind irgendwelche Medizin, also irgendwelche Medikationsinteraktionen, irgendwelche Dehydrierungen, die alte Dame, die nicht genug getrunken hat, die alte Dame, die deswegen irgendwie dann hingefallen ist, blablabla. Wie kann ich also dafür sorgen, dass der Patient zu Hause optimal versorgt ist? Ist eine extrem spannende Frage, wo ich dann auch gleichzeitig an neue sozusagen Wohnformen rankomme. Also das zu Hause betreutes Wohnen, also wie ist heute betreutes Wohnen? Ich habe vor kurzem mich mit einem Unternehmer in Köln hier unterhalten, der also das Motel One für Altersheime in Anführungsstrichen. Extrem spannend, weil du letztendlich einfach wohnbare, angenehme Konzepte zum Alterswohnsitz. Genau, aber sozusagen das betreute Wohnen, da bin ich aus sozusagen Investitionssicht auch ganz interessiert, weil ich selber ja auf dem Dorf wohne und bei uns gibt es diese Tendenz, alle älteren Herrschaften aus den Kleindörfern ziehen das sozusagen Regionalzentrum mit 3.000, 4.000, 5.000 Einwohnern, ja, wo sie einen Bäcker, einen Lidl und einen Arzt haben. Klar. Die ziehen dann alle ins betreute Wohnen und denken da wunderbar, aber die Versorgung ist eigentlich auch nicht. Sie wohnen dann alle zusammen und dann kommt da vielleicht mal der Pflegedienst vorbei. Klar. Aber es merkt auch keiner früher, ob sie hingefallen sind in der Wohnung oder ob da was passiert ist. Das denke ich auch, dass da technologisch noch einiges gehen müsste, um diesem Anspruch, den Leute haben. Also das ist sozusagen nicht nur, dass sie sich räumlich näher dem Arzt, dem Lidl und dem Bäcker zuwenden, sondern auch in der Betreuung verbessert werden. Das ist tatsächlich noch ein ganz offenes Thema. Aber jetzt hast du ja gesagt, eigentlich müsste man sich die B2B-Prozesse angucken, aber ich glaube, alle Modelle, die wir jetzt angeguckt haben, sind eher B2C oder patientenlastig, also die Geburt, betreutes Wohnen. Wobei immer natürlich die B-Konzept, also es ist eigentlich ein BBC-Thema in Anführungsstrichen, also B2C, als dass ja auch also in allen Bereichen irgendwo eine Struktur existiert, die am Ende dem Patienten hilft, und das ist auch wichtig. Aber wo es aber eine Zahlungsbereitschaft gibt von... Eine Zahlungsverbesserung, also eine Effizienzsteigerung im Endeffekt dahinter steht, die das Ganze befähigt am Ende. Okay. Deswegen, ich glaube, diese Logik brauchst du jetzt... In unserem vorhin besprochenen Beispiel Abrechnungsprozesse, gut, da ist es dem Patienten wurscht, aber dementsprechend können B2B-Konzepte auch singulär ohne Patientenkontakt existieren in meinen Augen, aber gerade Versorgungsthemen und so, also der Patient ist halt der am Ende betreut wird. Ja, klar. Dementsprechend ist es schon wichtig, das mit einzuschließen. Ja. Super spannend. So, im Auto wird es jetzt durch die Scheinwerfer und die Kölner Sonne angenehm warm, deswegen würde ich sagen, wir brechen das jetzt ab. Vielen Dank. Sehr gerne. Für das Gespräch. Nächstes Jahr kommen wir wieder und überprüfen, wo ihr steht. Und dann bin ich gespannt, ob ihr sozusagen eine Watson-ähnliche Unterhaltungslösung habt und wie weit wir davon sind, von sozusagen der Datenstruktur in einem Auswertungslayer hin zu einem lernenden System. Aber da bist du der Mann, mit dem ich mich dazu unterhalte, für das Health-System. Absolut. Vielen Dank. Klasse. Herzlichen Dank. Jo.